Stiefel ist auch schon wieder alle. So, ich gehe jetzt noch mal einen Gefährten holen. Wer schwimmt denn da? Achso. Ich? Ja, da drüben gehe ich mir jetzt jemanden knüppeln. Da oben ist nämlich so ein Piratenlager. Achso, ich muss Gisela ja auch mit dem Knüppel ausrüsten. Sonst bringt die mir die ja gleich um. Sie. Ja. Inventar. So, jetzt bekommst du diesen Knüppel. Da musst du leider mal dich von deiner Axt trennen, obwohl sie wunderschön ist. Aber, no risk. Ich würde dich bitten, wenn ich jetzt hier gleich kämpfe, nicht auf die Gegner zu hauen, weil ich möchte die bewusstlos machen und nicht töten. Oh. Ui, der hat aber Schmackes, ey. Das ist ein Kämpfer Stufe 1 und der ist so stark. Ich treffe nicht. Oh, fuck, ja! Eieiei. Das war's mit Gisela. Warum sind die denn so schwer geworden? Gisela ist down, ne? Oh no. Du wurdest getötet durch Kämpfer. Yes. Ach du heiliger Bimbam. Irgendwie habe ich das alles hier ein bisschen unterschätzt. Du da jetzt am Kämpfen? Ja, der hat mir angegriffen. Oh. Sorry. Bring dich in Sicherheit. Oder töte ihn. Ich glaube, mit dem Knüppeln, das wird nichts mehr. Der wird bestimmt seine Leiste schon wieder voll haben. Ja, sie ist echt tot hier. Schade. Der ist weg. Ja. Ah, oh, Mist. Okay. Da muss ich noch mal ein bisschen üben. Satz mit X, das war wohl nix. Gisela, 2.0, es tut mir leid. Nächstes Mal vielleicht. Warum war der so unglaublich stark? Okay. Ist Sklavin draufgegangen? Ja. Oh nein. Kommt noch einer mit so einem dicken Hammer. Ja, die dicken. Das ist ein Schmied. Oh no. Ab ins Wasser. Im Wasser können die einem nix. Sag mal, soll ich dir drüben mal. Na, das macht wahrscheinlich, bringt wahrscheinlich nichts, wenn ich dir drüben einen Knüppel gebe, ne? Du bist auch nicht viel stärker als meine Helferin. Tja. Wie regel ich das jetzt? Ich habe gerade so einen kleinen Schock gekriegt. Warum? Weil ich dachte, morgen wäre Montag. Dann ist mir eingefallen, geil, Sonntag. Ich muss noch Eier machen. Ja, diese Pferde sind da wohl irgendwie noch nicht so. Hast du noch immer kein Pferd gefunden? Nee. Ich habe schon meinen zweiten Sklaven verbrannt jetzt, sehr schön.
Vielleicht sollte ich es einfach erstmal dabei belassen, mein Zuhause aufzurüsten. Eine so eine Sklavin wäre halt schon schön, ne? Aber guck mal, ich habe ihre Axt. Als in Gedenken. In Gedenken an Gisela. 1.0. Ja, der Anfang ist immer schwierig. Und bald lachen wir darüber. Witz doch nicht. Was ist da denn? So, ich schau mal, ob ich jetzt schon die ersten Sachen hier verstärken kann. Das wäre ja schon mal schön. Dafür brauchte ich Eisenverstärkung. Ziegel. Eigentlich warte ich auf die gehärteten Ziegel. Das wäre, glaube ich, viel cooler. Wo ist mein Konstruktionshammer? Da ist mein Konstruktionshammer. So, zeige mir, was ich brauche. Gebäudeteile. Verstärkter Stein. Stahlverstärkung habe ich noch nicht. Okay, ich muss dahin. Also geformtes Holz, Ziegel Da, und Scheiße. Eisenverstärkung brauche ich. Das, oh Scheiße, Wieder hört sich gestorben. nicht gut an. Runtergefahren. Na. Ja, Fallschaden ist leider auch gemein. So, Steinziegel. Können wir schon mal ein bisschen aufwerten hier. Yes! In der Hoffnung, dass es nicht ganz so schnell zerstört wird hier. Und das sieht auch gleich viel besser aus, oder? Okay, was fehlt? Jetzt fehlen wieder Ziegel. Ja gut, da kann ich natürlich jetzt nicht. Ich könnte das hier noch anmachen, dass ich Doppelschmiede quasi mache. Und dann müssen wir wieder warten. Ich könnte die Sachen hier schon mal reinlegen. Dann hole ich mir die da gleich einfach wieder raus. Ganz einfach. Hi. In der Zwischenzeit werde ich doch noch mal versuchen, ob ich nicht doch noch mal jemanden umknüppeln kann. Kann doch wohl nicht so schwer sein. Ist ja schon mal geschafft. Und zweimal. Werde es jetzt auch ein drittes Mal schaffen. Man muss halt nur das richtige Opfer finden. Dann mit Ruhe und Geduld und Spucke klappt das. Lach nicht. Such du weiter deine Pferde. Bin mir schon ziemlich sicher, dass sie da irgendwo sind. Irgendwie nicht ein Pferd gesehen. Tiger und irgendwelche Fliegen und hier so Sträuße, die mich angegriffen haben. Ansonsten musst du nochmal YouTube besuchen und die letzte Playlist, die Staffel oder die Folge mit dem Pferd raussuchen. Oh, ein Bogenschütze. Was soll ich davon halten? Welcher Stufe hast du? Zeig dich. Stufe 1. Komm bitte ein bisschen mit. Er bleibt oben an der Kante stehen. Kommt er nicht weiter runter? Nein. Hast du schon? Doch, doch, er kommt hier runter ein bisschen. Ja. Ja, ein bisschen. Das reicht schon. Nur, dass die anderen aus dem Lager nicht auch alle kommen.
Dem würde ich dann eine Plattform bei mir an der Base bauen, wo ich den oben raufstelle. Und wo ist er dann sonst Gegner gegebenenfalls mit Pfeil und Bogen umhauen kann und nicht so schnell drauf geht. Vielleicht ist das sinnvoll. Okay, ich habe ihn auf jeden Fall gleich schon mal K.O. gemacht. Okay, er liegt. Sehr schön. Fesseln. Und ab nach Hause. Mein erster Kerl. Vielleicht hält der eher Stand als meine Giselas. Oh, jetzt hat mich doch dieses blöde Krokodil gesehen. Ich dachte, rennst du extra außen rum, dann hast du deine Ruhe. Nö. So, der läuft. Und dann gehen wir doch gleich wieder rüber und gucken, ob wir den nächsten kriegen. Bis dahin ist er nämlich durch. Dann mache ich mir jetzt meine Armee. Wie sieht es überhaupt mit der Purge-Anzeige aus? Geht das gleich schon wieder los? Oh ja, ist schon gleich wieder voll. Ich sehe es schon kommen. Dann habe ich das gleich gerade wieder so halbwegs aufgebaut. Und dann kommen die gleich wieder bei mir an. Echt, die sind wieder... Oh, die Purge ist ja wirklich fast die voll, ne? Die ist wirklich gleich wieder voll, ja. Wir haben ein richtiges krass. Problem. Ich glaube, jetzt ist so fast der Punkt, wo wir sie nicht nur vielleicht dann ein bisschen schwächer stellen müssen, sondern auch... mehr Punkte reingeben müssen, ne? Was meinst du mit mehr Punkte? Naja, du kannst halt, wenn der Clan größer wird und man generell halt mehr macht, dann muss man der Purge halt mehr Punkte reingeben, also bevor sie sich so füllt, dass sie ausgelöst wird. Ja, also wir haben jetzt sagen wir mal 10.000 Aktionspunkte. Ja, oh, das ist eine Stufe 2. Mit jedem Gebäude, was du baust oder jedem Teil, was du irgendwie tötest, abbaust, craftest. Der sammelt alles Punkte. Und wenn die Punkte voll sind, dann löst die Purge aus. Okay. Also so ähnlich habe ich das halt verstanden. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen anpassen. Aber immerhin löst sie ja jetzt schon mal aus. Wir haben es ja sonst gehabt, dass sie gar nicht ausgelöst hat. Ja, auch schon mal ein Vorteil. Das stimmt. Während du nicht gerade auf diese Schlangen triffst, ist es ja... ja noch okay gewesen. Kann mir ein Haus bauen, erst halt einen bestimmten Level. Nee, kannst du eigentlich jetzt schon. Du brauchst halt einen Konstruktionshammer. Den kannst du in deinem Inventar herstellen. Und mit diesem Konstruktionshammer kommst du ins Baumenü, was du brauchst, um halt Gebäudeteile zu bauen. Ein bisschen komplizierter hier geworden. Ja, genau, das haben sie verändert. Ein Pickel, Axt, Hackmesser, Abholzmesser, was? Okay, hast du schon, wenn du Tab gedrückt hast, oben bei Wissen Punkte verteilt? Ich nicht. So war das ja auch. Genau, da musst du nämlich Punkte verteilen, damit du freischaltest, gewisse Sachen zu bauen. Und ich glaube, für den Konstruktionshammer muss man, was muss man denn da freischalten? Bau. Genau, Steinmetzlehrling, kann das sein? Da kannst du auch verschiedene Waffentypen lernen und also schönes Gedöns.
So, schauen wir mal, ob der jetzt fertig ist. Wahrscheinlich ist er fertig mit den Nerven, weil er an meinem Rad drehen durfte. Der Bogenschütze. Yes, er ist ready. Come on. Ich habe ein Déjà-vu. Ständig schmeiße ich meinen Knüppel ins Rad. Ach, guck mal. Dann kann er ja schon mal gleich leveln hier. Auch schön. So, folgen Sie mir. Damit wir ein bisschen leveln. Ich verprügel hier die Schieferrücken. Oder auch nicht. So, dann nehmen wir diese Sachen raus. Und diese Sachen raus. Verprügeln diesen Schieferrücken, der hier der Meinung ist, rumzutrampeln. Wenn ich ihn denn finde. Ist ja interessant. Was denn? Der da, wo wir damals... ist in meinem Haus drin, ne? Da, wo wir damals... Ja, ich bin gerade vor beschworen ins Gelände weg. Was ist denn hier los? Ich bin ja gerade an so einem Ort. Weißt du noch damals dieses Lager, wo wir mal reingegangen sind? In der Wüste? Kennst du das noch? Das ist, wo ganz viele immer drinne waren. Ja, ist möglich. In der Wüste halt, ne? Ja. Ja, und da ist jetzt so Magier am Wirken, der... Alter... Ja, das wird mit diesem Sorcery-Update neu gekommen sein. Wie gesagt, also Magie bin ich jetzt noch gar nicht auf der Spur gekommen. Ich denke, hoffe, dass ich die bald auch mal kennenlernen darf. Den will ich jetzt gerade nicht weiter kennenlernen, weil die machen mich gerade echt Schritte, ey. Okay. Ich witzig. Gestorben wegen denen. So, jetzt muss ich mal schauen, wie ich das hier am besten ersetze. Ich hoffe ja mal nicht, dass ich das alles abreißen muss. Das ist ja jetzt aber echt mies gewesen. Eine Lawine von Steinnasen erkundet dein Land. Bei dir? Na, dann mal auf. Soll ich herkommen, oder? Okay. Ja, vielleicht hilfreich. Du kannst Steiner mitbringen, vielleicht ja. Der da irgendwo rumstreunt. Diese Motivation. Och ja, mach doch endlich mal deinen Scheiß alleine. Wir haben keinen Bock zu sterben. Ja, es ist schon weit weg, ne? Wie soll ich da hinkommen? Zu Fuß oder mit Jennifer. Deswegen, ich suche ja gerade Pferde, aber ich finde halt einfach keine. Am einfachsten ist es tatsächlich, dem Fluss zu folgen. Ich habe einfach keinen Platz. Kein Platz, ist alles voll hier. Also von Jennifer aus ist es relativ einfach, den Fluss zu finden. Ich muss erstmal irgendwie Zeugs hier wegpacken. Ich komm sofort. Oh Gott. Wo ist mein Bogenschütze, der noch keinen Namen hat? Komm mal her. Ausrüstung.